Hallo und willkommen. Ich bin der Snacktester und das ist Crispy Rob. Hi Crispy Rob. Das ist ein bekannter YouTuber und der hat wieder eine neue Sorte Chips rausgebracht. Neben Meersalz, Paprika und Sour Cream gibt es nun eine neue Sorte Sweet Barbecue. Und für mich als Barbecue-Fan auf jeden Fall sehr interessant. Wichtig zu wissen, die und die anderen Sorten gibt es jetzt wieder als Limited Edition, aber nur exklusiv bei Kaufland. Limitiert stimmt hier sogar, bisher waren die nach kurzer Zeit bei den vergangenen Aktionen wirklich mal ausverkauft. Die anderen Sorten fand ich echt lecker und meine Tests dazu verlinke ich euch hier oben in der Infobox, aber nicht wundern, die sind noch in meinem alten Stil gehalten. Super groß, extra würzig, Chips wie sie sein sollten, verspricht Rob hier und ob das bei denen hier auch stimmt, finde ich jetzt für euch raus. Och ja, ein leckeres Aroma steigt mir in die Nase und es riecht wirklich angenehm nach Barbecue-Soße. Aber hier hätten doch noch ein paar mehr reingepasst, oder? Aber klar, abseits vom Umweltgedanken kommt es natürlich letztendlich auch auf den Preis pro Gramm an. Und 120 Gramm sind hier drin für 1,99. Das macht 1,66 auf 100 Gramm. Also nicht wirklich günstig, aber vielleicht überzeugt ja wieder der Geschmack. Hier liegen sie nun und nein, das ist nicht der komplette Inhalt der Tüte. Ein paar sind hier noch drin, aber was ich an Rob's Chips richtig geil finde, sind diese riesigen Kartoffelscheiben. Das sind doch mal Chips, oder? Also die riechen gut, die sehen gut aus, die knacken gut, aber schmecken die auch gut? Das finde ich jetzt für euch raus. Und während ich probiere, zeige ich euch kurz die Zutaten und Nährwerte. Bei Bedarf pausieren, denn es geht schon weiter. Auch beim Essen schön kross und die sind auch relativ dick. Das ist schon ziemlich cool. Die haben auch sehr intensiv nach Barbecue-Soße gerochen, aber interessant finde ich, dass mich der Barbecue-Geschmack nicht sofort ins Gesicht puncht. Also zu krass gewürzt sind die nicht, salzig schon, der Kartoffelgeschmack kommt nur wenig raus, ist jetzt aber auch nicht so überraschend. Und je mehr man isst, umso mehr kumuliert sich dann auch das Sweet Barbecue im Gaumen und baut sich so langsam auf. Gefällt mir. Süß ist es, leicht würzig, nicht scharf und das Raucharoma merke ich auch gut. Ich kann feststellen, Rob hat's drauf. Auch die Sorte hier ist wieder verdammt gut, das sollte man bei dem Preis aber auch erwarten dürfen, oder? Aber dann passt es wenigstens zusammen. Nicht günstig, nicht lange verfügbar, aber sehr, sehr lecker. Ich gebe eine 2.